Moin Moin und mal wieder herzlich willkommen in meinem Kanal. Es gibt ja immer mal Situationen, wo man nicht mit seiner großen Kamera rumrennen will oder darf. Und aus diesem Grund habe ich mein Kamerasortiment mal erweitert und habe mir eine kleine HD-Kamera bestellt. Eine sogenannte, ja wie wir wollen, Spycam. Die Spycam soll Fotos aufnehmen und Video aufnehmen in HD. Und das werden wir gleich mal antesten. Ich werde die Kamera jetzt gleich mal auspacken und wir gucken uns das Gerät an. Und anschließend werde ich dann mal einen kleinen Aufnahmetest vornehmen draußen. Und dann sehen wir uns mal an, wie denn tatsächlich die Aufnahme von diesem winzigen Kugelschreiber letztendlich ausfällt. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben hier unseren HD-Camcorder. Versprochen wurde, dass das Ding in Full HD aufnimmt. So, und wir fangen dann mal einfach an und packen das Gerät mal aus. Schön und sauber verpackt. USB-Kabel ist vorhanden. Und eine ausführliche Bedienungsanleitung. Und dann schauen wir uns die Kugelschreiber dann mal näher an. Eigentlich schon mal ein schicker Kugelschreiber. Dem es sich auch schreiben lässt. Wir haben dann hier einen Schieberegler, der dieses winzig kleine Kameraloch verdeckt. Hinten drauf befinden sich zwei winzige LEDs, LED-Lichter. Und oben drauf der Auslöser. Wir schrauben das Gerät dann auch mal auf. Ich habe schon mal einen SD-Chip in diese Kamera gesteckt. Ganz einfach hier rein mit dem USB-Kabel laden, anschließend am PC. Hier ist dann nochmal aufgeführt, was die Kamera alles können soll, sowohl Video aufnehmen als auch fotografieren. Wir können Audios aufnehmen, wir können die am PC als Webcam benutzen. Und dann auch letztendlich als USB-Stick benutzen. Ich werde den Kugelschreiber jetzt mal wieder zusammenschrauben. Werde dann gleich mal ein paar Videoaufnahmen mit ihm machen. Und werde das Video dann direkt hier anzeigen. Und wir gucken mal, ob das tatsächlich dann auch in HD gesendet wird. So, wie wir sehen können, ist die Aufnahme doch relativ scharf für so einen kleinen Kugelschreiber. Die Aufnahme wird auch tatsächlich in 1920x1080 aufgenommen. Und ich freue mich, dass ihr euch für mein Video interessiert habt und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal demnächst mal wieder einschaltet. Bis dahin sage ich wie immer Ciao.